Es wurde von deiner Schwester die Frage gestellt, ob es erlaubt sei, sich ein Bauchnabelpiercing stechen zu lassen. Und diese Frage kann man nur beantworten, indem man zwei Teilfragen beantwortet. Wovon die erste Teilfrage ist, ob das Bauchnabelpiercing im Allgemeinen zum erlaubten Schmuck der Frau gehört. Und hierzu ist ganz klar zu sagen, dass jede Art der Verschönerung der Frau, sei dies durch Schmuck oder durch Verzierungen wie zum Beispiel Henna, erlaubt ist, wenn es keinen klaren Beweis für ein Verbot gibt, wie zum Beispiel das Zupfen der Augenbrauen. Das heißt, auch das Bauchnabelpiercing an sich ist erlaubt, da es keinen authentischen und klaren Beweis für ein Verbot des Bauchnabelpiercings gibt. Und so ist auch im Allgemeinen das Verschönern der Frau eine Eigenart der Frau. So sagt Allah subhanahu wa ta'ala im Koran, wollen sie Allah denn jemand zuschreiben, der im Schmuck aufgezogen wird? Und damit sind die Frauen gemeint. Jetzt kommen wir aber zu der Beantwortung der zweiten Teilfrage, die etwas problematischer wird und wo yani eine Problematik auftaucht. Und zwar, wer ist die Person, die der Frau das Bauchnabelpiercing sticht? Denn der Bauchnabel gehört zu der Aura von einer Frau. Und diese Aura muss bedeckt werden und darf nur vor einer anderen Person entblößt werden bei einer Notwendigkeit. Und damit ist zum Beispiel ein ärztlicher Eingriff gemeint. Diesen Bereich jedoch gegenüber einer anderen Person zu entblößen, nur damit die andere Person diesen Bereich verschönern kann, ist nicht erlaubt. Und daher lässt sich die Frage wie folgt beantworten: Das Bauchnabelpiercing gehört zu dem erlaubten Schmuck einer Frau und es ist einer Frau erlaubt, sich ein Bauchnabelpiercing stechen zu lassen. Jedoch darf nicht jeder der Frau das Bauchnabelpiercing stechen. Das dürfen nur die Frau selber oder ihr Ehemann. Es ist jedoch nicht einer anderen Person gestattet, wie zum Beispiel einer anderen Frau, dass sie den Bauchnabel dieser Frau sieht, nur um dort das Bauchnabelpiercing stechen zu lassen.